Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cry of Fear. Wir haben gerade in das Codeschloss den Code eingegeben. Wir können immer drei Items, und zwar Quickbar, mit uns führen. Dann setzen wir mal unser Telefon und unser Messer auf diese beiden Slots. Oh. Hoppala. Kleiner Verdrücker. Entschuldigt. Ich würde sagen, wir werden erstmal das Handy verwenden. Ja, das ist eine gute Idee. Die Tür will nicht aufgehen. Okay. Ist hier jemand? Welche Tür war das jetzt? Die? Nein. Hallo? Was ist diese Tür? Was zur... Unser Telefon klingelt. Schau zu deiner Rechten. Warum ist die Tür jetzt offen? Jetzt beobachte die. Was ist das für ein Geräusch? Wir haben eine SMS. Hat das Lachen. Was ist das? Und woher hat er unsere Nummer? Oh. Also hiermit können wir speichern. Wir haben aufgenommen auf Platz 1 für den Fall der Fälle. Ich habe diese Befürchtung, dass gleich etwas Großes passieren wird. Werden wir jetzt zu einer etwas stärkeren Attacke umstellen. Was ist da? Es hört sich wie ein Monster an. Waren das wir? Sah so aus. Blut auf dem Boden. Hätte da hingekommen. Oh, ein Hammer. Aber den haben nicht wir aufgenommen. Oh. Was ist das? Töte es! Töte es! Ja. Stirb, elendiges! Ah, du Ausgeburt der Hölle! Was zur Hölle? Was war es? Ich rufe die Polizei! No service. Verdammt, kein Signal. Können wir den nochmal aufnehmen? Ist das nicht besser? Nein. Vielleicht ist sie verschwunden. Wo ist sie hin? Ist sie von hier? Sie ist aus dieser Tür gekommen. Das war aber eine sehr kleine Kammer. Ich möchte nicht da runter. Bleibt uns so. Warte halt, was war das Rotes? Oh. Syringe. Was wird uns erwarten? Das ist sehr düster. Da ist noch so einer. Ich werde ihn versuchen zu erschrecken. Nein. Töte ihn. Ach, hier. Sein Freddy Krüger Verschnitt. Schon wieder einer. Oh mein Gott. Stirb! Ach! Die können aber Hammer war auch mit ihren Hammer eine verdammt große Reichweite. Warum erwischt er mich damit? Wer war das? Waren das die Menschen, die früher einmal hier gelebt haben? Was in der Kanalisation? Das ist aber eine. Und wir können speichern. Drücke eigentlich schon.
Ah ja. Ja. Unser Messer ist schon blutverschmiert. Oh mein Gott. Oh. Verschwinde, du Verrückter. Bleib. Ah, warum hat er so eine Reichweite? Das gibt's doch gar nicht. Oh, wir humpeln dadurch auf. Oh mein Gott. Verdammt, ist ja schnell. Stirb. Au. Wir sind gleich tot. Wir sind seitlich angreifen. Hast du es gesehen? Was liegt da unten? Etwas zu trinken? Wir humpeln auch schon. Können wir das aufnehmen? Nee, das geht nicht. Ich guck mal, wir hatten doch vorhin eine Spritze aufgenommen. Oh ja, Drogen. Morphin. Ah, es hat uns ganz schön viel geheilt. Hier scheint es nichts weiter zu geben. Auch nicht. Oh, verdammt! Mist, wechsel das aufs Messer! Mann! Also diese Reichweite von denen hier ein Hammer ist. Halt das Telefon ein. Nee, das lieber nicht. Ich meine, wir sehen die schon, wenn die auf uns zugerannt kommen. Ein Schalter, was ist passiert? Kann man diese Spinde öffnen? Irgendwo ist eine Tür. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich einer angreifen wird. Hier, das Gitter ist jetzt weg. Was sind das nur für Menschen? Ja, wieso greifen sie uns an? Ach, wir haben wieder eine Nachricht. Hilf mir, bitte hilf mir. Sie kommen. Sie sind in dem Apartment. Schnell. Absatz. Ja, ich komme gerade wirklich nicht darüber. Ich werde es niemals schaffen. Warum komme ich da nicht drüber? Ach so, weil mich hier das blockiert. Ah. Dieser Steg hatte mich blockiert. Wenn sie im Apartment sind, wollte ich da eigentlich nicht unbedingt hingehen, aber es bleibt ja nichts anderes übrig. Man sieht aber nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fühlt sich nicht richtig an, dieser Ort. Aber warum? Kann man den Feuerlöscher mitnehmen? Ich kann es probieren. Der Aufzug ist stecken geblieben. Davon ist wieder eine Nachricht. Hilft der Person im vierten Flur. Oh, was steht da? I dreamt playing in the park. Set the first two. Let's go home before it gets dark. The first two on the merry way home. The third stayed playing all alone. Come where child come to end. The battle with the irgendwas. They said curiosity killed the... Ja. Achso, hier kommen wir auch mal. Three little kiddies playing in the park. Set the first kiddie, let's go home before it gets dark. Oder habe ich jetzt was übersprungen? Wo ist da? The first two went on their merry way home. The third stayed playing all alone. Come here, little child, come to me. The bushes whispered softly. They said curiosity killed a cat. My secret note number one. Was hat das zu bedeuten? Can
Kinder spielen im Park. Werden spielen auch alleine im Park. Warum? Obwohl es noch hell ist, wollen nach Hause, bevor es dunkel wird. Töten irgendwelche Katzen. Das war ja ein satanisches Messen. Ein nettes Apartment. Wir werden speichern. Das ist jetzt ein weiterer Rechner. Diesen können wir allerdings nicht bedienen. Ich habe Angst, dass uns gleich wieder etwas überrascht wird. Was war das? Was zur... Kinder! Kleine au. Kinder mit Messern! Ja! Müssen sie töten! Ah! Feuer, Gabel, Messer, Licht sind für kleine Kinder nicht. Nicht. Das war jetzt ganz schön frech von diesen Kotzbalken. Da auf der Dusche? Ja, ich kann es nicht aufnehmen. Sah aus wie Zahnpasta, oder? Ach so. Ist etwa duscht das? Nee, sieht wie irgendwas anderes aus. Oh, fahr. Nee, auch wieder das. Sollten vielleicht nicht zu viel. Kommerziell ist auf jeden Fall, sieht mir das stark nach einer. Coca-Cola. Aber steht etwas anderes drauf. Kann ja auch nicht zu viel Kommerzielles machen. Das ist eine Diet Coke. Ein Fernseher, den wir auch nicht bedienen können. Ein paar Schuhe. Ah, Planken. Okay. Zweite Etage. Wir müssen, glaube ich, auf die dritte. Vierte. Wird uns etwas auflauern. Und wir gucken, was hier oben noch ist. Eine Tür. Die Tür will nicht aufgehen. Dann lass uns in die dritte Etage gehen. Ja. Auch nicht. Zweite Etage. Hier nur passiert. Ich würde gerne wissen, worum das Spiel überhaupt geht. Ich habe jetzt noch keinen wirklichen Inhalt feststellen können. Also ich weiß wirklich nicht, was der Sinn in diesem Spiel ist. Wie es. Wer war das? Ah, nein, nicht schon wieder so ein Kind. Ich würde es gern beschießen. Böses kleines Kind. Au, au. Es gibt Stubenarrest. Haben wir hier? Nein. Oh, wir hören jemand weinen. Doch bevor wir diesen auf dem Grund gehen, machen wir jetzt den nächsten Cut und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann.